So Leute, ich möchte heute mal die Frage beantworten, ob ich an Gott glaube. Ich glaube auf jeden Fall an Gott. Ich glaube auf jeden Fall an einen Schöpfer. Ich glaube auf jeden Fall, dass das, was wir ringsherum um uns sehen auf dieser Welt, inklusive uns natürlich, dass das geschöpft wurde, dass das erschaffen wurde, dass dahinter Intelligenz steckt, dass es nicht irgendwie ein Zufall ist, sondern dass dahinter eine Intelligenz steckt, die das alles geschaffen hat. So wie wir heutzutage Videospiele codieren, wie wir heutzutage Videospiele schreiben und erschaffen, so hat uns auch eine Intelligenz geschrieben, die Systeme dahinter geschrieben und erschaffen. Das ist für mich heute klar wie Kloßbrühe, aber das war nicht immer so. Das war auf jeden Fall nicht immer so. Ich kann euch ja mal so ein bisschen erzählen, wie ich damals eigentlich drauf war. Weil damals als junger Jugendlicher, war ich nämlich eher Hardcore-Atheist, beziehungsweise kann man eher sagen, Sympathisant von Satan. Damals auf Schüler-CC gab es eine Zeit, wo ich Lucifer 666 hieß und wo ich Satan als Profilbild hatte. Ich habe damals viel Metal gehört, auch wenn Metal jetzt nicht unbedingt etwas mit Satan zu tun haben muss, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Verbindung und das hat mich damals auch beeinflusst. Und ja, da, wenn ich in Kirchen gegangen bin mit meinen Eltern, wenn wir im Urlaub waren oder so, habe ich bewusst extra die Mütze aufgelassen, weil ich wusste, dass es respektlos ist. Ich habe einen Mitschüler damals, einen Klassenkameraden damals immer dumm gemacht, weil er an Gott geglaubt hat. Ich habe ihn immer angelabert, wie kannst du an Gott glauben? Wie kann man an irgendetwas im Himmel glauben? Irgendein Typ im Himmel, wie kann man daran glauben? Dann war es auch so, dass als ich mal vom Saufen kam, dass ich genau vor dem Haus von diesem Klassenkameraden in der Nacht mit anderen Leuten, aber ich war der Haupttäter, sage ich mal, habe ich in der Nacht auch irgendeinen Scheiß gebrüllt, irgendwas gegen Christen, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, dann gab es auch noch eine Sprachnachricht von mir und meinem Bruder, wo mein Bruder so dunkle Mönchsgesänge von sich gegeben hat, so gut er konnte. Und ich hab dann dazu gesagt, okay, wir waren beide high, also das war dann auch in gewissermaßen Spaß, aber natürlich steckte da auch ein bisschen Überzeugung und Wahrheit dahinter. Ich habe im Hintergrund dann so auch in tiefer Stimme gesagt, 666, Lord, gib mir die Kraft, die Christen zu vernichten. Also so war ich wirklich damals drauf. Also nur mal, um so das Bild zu schaffen, wie ich damals drauf war. Also ich hatte wirklich früher gar keinen Bezug zu Gott, beziehungsweise einen sehr negativen Bezug. Und ich habe das alles ins Lächerliche gezogen. Und ich habe halt einfach überhaupt nicht an Gott geglaubt. Ich habe halt das geglaubt, was einem damals halt dann in der Schule zum Beispiel so erzählt wird, die Evolutionstheorie. Bewusst sollte man darauf achten, Evolutionstheorie, es ist eine Theorie, da ist nichts wirklich bewiesen. Es ist einfach nur eine Theorie. Und zwar ist es eine Theorie, die für mich persönlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn heutzutage. Früher war das natürlich anders. Naja, gut, früher habe ich dann auch nicht wirklich tief darüber nachgedacht als junger Jugendlicher. Da habe ich das halt einfach geschluckt und als mein Weltbild und als meine Überzeugung übernommen. Aber heutzutage, wenn ich meinen Verstand nutzen kann und da auch mal ein bisschen tiefer reingehen kann, ein bisschen tiefer darüber nachdenken kann, dann macht es für mich heute überhaupt gar keinen Sinn und es ist das Dümmste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe, dass wir Menschen und alle anderen Tiere, die wir ringsherum um uns sehen, vom gleichen Wesen abstammen. Wir alle stammen von irgendeinem Fisch ab. Die Libelle, die ich vor uns am Teich bei uns gesehen habe, die stammt von irgendeinem Fisch ab. Wir stammen von irgendeinem Fisch ab. Das macht für mich 0,0% Sinn. Noch weniger macht es für mich Sinn, dass alles, was wir hier um uns sehen, einfach zufällig sein soll. Und dass es aus nichts entstanden sein soll. Sprich, vor Milliarden Jahren wurde aus nichts, also es war nichts und aus diesem Nichts ist dann etwas geworden. Und dieses zufällige Etwas ist dann zu dem hier geworden, was wir um uns sehen. Das ist für mich, also das beides, die Evolutionstheorie und dann diese, wie nenne ich es, Urknalltheorie, das ist für mich, es geht heute überhaupt gar nicht mehr in meinen Kopf rein. Also damals, da habe ich das geschluckt, ohne weiter drüber nachzudenken. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ist das das Dümmste, was ich je gehört habe. Sowas wie einen Urknall mag es vielleicht gegeben haben, aber dann war das Fingerschnipsen vom Schöpfer und nicht, dass aus nichts irgendetwas geworden ist.
sondern der Schöpfer, der schon immer da war. Weil es muss, wenn man immer und immer und immer weiter in der Zeit zurückgeht, muss es irgendwann und irgendwo etwas geben, das schon immer da war. Du kannst nicht aus nichts etwas machen. So, und kommen wir jetzt mal zu der Frage, ob ich gläubig bin im Sinne von, dass ich einer Religion anhänge, eine Religion verfolge. Und da ist die Antwort nein. Ich bin in dem Sinne nicht gläubig. Ich glaube zwar an einen Schöpfer, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das, was wir hier sehen, geschöpft wurde, geschaffen wurde, dass es jemanden gibt, der dahinter steckt, eine extrem hohe Intelligenz. Ansonsten lassen sich diese perfekten Systeme, die hinter diesen Lebewesen stecken, hinter den Pflanzen stecken, alleine auch einfach die Systeme, die auf der Erde herrschen, anders lassen sich diese perfekten, bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Systeme nicht erklären. Außer, dass dahinter eine extreme Intelligenz steckt. Mit Zufall und irgendwann hat es mal Puff gemacht und dann ist das hier mal zufällig entstanden und dann sind wir Menschen aus irgendeiner Kaulquappe entstanden und der Vogel in der Luft ist genauso aus derselben Kaulquappe entstanden und der Elefant genau aus derselben. Dieses ganze Chaos und nichts hat Sinn und das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, wie ich es ja schon gesagt habe. Also ich glaube an einen Schöpfer, aber ich bin nicht religiös. Es konnte noch keine Religion mich 100% überzeugen, dass sie die 100%ige Wahrheit haben. Noch ein anderer Punkt, über den ich ab und zu mal nachdenke, der mir ab und zu mal in den Kopf kommt, ist, dass, und das hoffe ich natürlich nicht, ich hoffe natürlich, das Gegenteil ist der Fall, und zwar, dass, ja, was wenn diese Welt hier einfach eine Beta-Version ist, also Gott hat diese Welt geschaffen, hat aber ein paar Fehler hier noch eingebaut. Also es war, weil wer sagt denn, dass Gott nicht auch lernen muss? Wer sagt denn, dass Gott nicht auch Dinge schafft, sie nicht perfekt findet, sie dann perfektioniert und dann immer und immer weiter Dinge erschafft? Wer sagt denn, dass diese Welt hier nicht eine Testversion ist, die er halt eine Beta-Version, die er halt laufen lässt, um zu schauen, aber er ist schon bei der nächsten Welt, wo er die Fehler, die hier sind, ausgebügelt hat. Und ja, jetzt würde ich vielleicht so denken, okay, der Schöpfer, der wirklich alles ist, der Anfang und das Ende ist, der Schöpfer oder dieses Wesen, das muss perfekt sein. Das muss absolut 100% perfekt sein. Also wie kann dieses perfekte Wesen eine fehlerhafte Welt erschaffen? Könnte ich dann vielleicht sagen, okay, vielleicht hat diese Welt nicht dieser absolute Ursprung, dieser absolute Schöpfer geschaffen, sondern vielleicht hat diese Welt einen Schöpfer geschaffen, der vom absoluten Schöpfer geschaffen wurde und dieser Schöpfer war vielleicht gerade in seiner Schülerzeit und ja, hat halt ein Produkt erschaffen, was nicht perfekt war. Und das lässt er als Testversion weiterlaufen oder er hat uns komplett schon zurückgelassen und ist irgendwo anders. Das kann ich halt nicht sagen. Was ich 100% weiß, für mich persönlich, was ich in meinem Kopf 100% weiß und spüre, ist, dass wir geschaffen wurden. Ja, Leute, so viel dazu. Es ist ein Thema, über das ich noch nie wirklich großartig frei gesprochen habe. Also vielleicht ist es ein bisschen holprig gewesen, aber ja, es ist wie es ist. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.